Hallo Freunde der virtuellen Landwirtschaft und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge vom LS22 auf der nordfriesischen Marsch vierfach. So, wir haben jetzt den LKW wieder neu beladen und warten jetzt darauf, dass der Traktor fertig ist. So, aber ich werde jetzt erstmal hier noch die Bäume rausholen, die eben keine Vollernterbäume sind. Beziehungsweise von denen ich weiß, wo keine Vollernterbäume sind. Und die anderen, die lasse ich einfach stehen. Weil vielleicht ist es ja doch ein Vollernterbaum. Dann wäre es ein bisschen doof, wenn ich den einfach wegratze sozusagen. Deswegen machen wir es so, dass wir die Bäume, wo ich wirklich sicher bin, dass sie keine sind, wie jetzt die hier, die mache ich schon mal weg. Und die, wo er eben nehmen kann, wird, die nehmen wir nachher weg. Und alles, was dann noch übrig bleibt, ja, das müssen wir dann halt nochmal separat fahren. Aber ist auch nicht schlimm. Da hinten sind glaube ich keine mehr. Das sind auch alles Ernterbäume. Ernterbäume, Ernterbäume. Aber bei dem bin ich mir sicher, dass es keiner ist. Bei dem bin ich mir eben unsicher, deswegen lasse ich den erstmal noch stehen. Der ist einer, aber der hier ist keiner. Also da bin ich mir zu 1000% sicher. So, erstmal den wieder platt gemacht. Ja, das könnte auch einer sein. So, aber das hier ist keiner. Also ausdünnen ist angesagt erstmal. Also hier am Straßenrand entlang. Das ist einer. Das ist wieder keiner. So, Moment, muss ich ein Stück vorfahren. Ja. So. Das ist auch keiner. Jetzt muss ich einfach mal probieren. Ich sehe es ja, wenn er ansägt. Okay, ne, es ist keiner. Also Moment, da vorne haben wir auch noch zwei von den Konsorten. Ich mache jetzt einfach mal so lang, bis die Brux ziemlich voll ist. Ja, das ist eben auch so einer von der Konsorte. Jawohl, der hat jetzt eigentlich wieder sein können, weil der sich nämlich nicht verändert hat. Weil der eben keine Blätter verloren hat. Ja, der hat jetzt die Blätter wieder verloren. Wir sind schon bei 280.000 Liter. Hackschnitzel. Na gut, im Notfall müssen wir halt einfach hingehen. Oder im Notfall gehen wir halt einfach hin und lassen die Bäume stehen. War da hinten auch noch einer. Na gut, da kommen wir nachher so wieder zurück, das passt. Dann lassen wir dann einfach die Bäume stehen, die wir dann eben nicht schreddern können. Zack.
nicht zu nah da rankommen. Ist fertig. Oder Warrior ist fertig. Okay, wir können dann theoretisch schon mal wieder weitermachen. Beziehungsweise wir können das Feld fertig machen. Aber ich will jetzt erstmal bis zum Ende dieses Feldes die Bäume rausholen, die wir eh nicht mehr verwenden können. Ne, als Holz, in dem sie dann nur zu Hackstützen verarbeiten. So. Also noch zwei Bäume. Zack. Haben wir das erledigt. Und das auch. Gut, das sind auch schon wieder 500.000, ne? Also. So. Na. Gut, hier haben wir dann auch noch einige Bäume, wo wir so wegbekommen können. So, weiter geht's mit dem LKW. Haben wir schon lange nicht mehr gemacht. Also ein paar Bäume sammeln, ne? Ballen sammeln, nein, sammeln wir. Mache ich ja nie. Das mache ich ja nie. Naja, das gibt's erstmal schön. Die paar Ballen. Dann eben der Düngestreuer hier hoch. Kann er Dünge streuen. Also jetzt haben wir doch schon gut die Arbeiten abgeschlossen, wo ich mir selbst auferlegt habe. Oh. Die Sau. Die Sau. Kaum haben wir die Luzerne geerntet, poppt sie auf. Ah, ist doch nervig. Na gut, da wird sie halt erstmal. Da wird sie erstmal dann sagen, hier. So nicht. Müssen wir erstmal dann die Produktion halt pausieren, wenn es soweit ist. Shit happens. So, jetzt bin ich mal gespannt, ob er jetzt zumindest wieder voll lädt. Oh ja. So, und der ist beim Hof angekommen. Ist ja auch okay. So, das heißt, wir bringen jetzt die in die Heutrocknung. Da ist die Heutrocknung ziemlich voll. Dann bringen wir es noch in den Fermenter. Es könnte sogar komplett aufgehen, ne? Dass wir die Ladung noch komplett wegbekommen. Entschuldigung. Und die andere Ladung, ja gut, die müssen wir dann halt aufteilen. Nochmal Fermenter und Heutrocknung und dann Rest ins Silo. Aber wir haben hier schon ordentlich Grasfläche uns jetzt dazu geholt. Erst mit dem Feld 33 hier oben. Und dann natürlich nochmal
das größte Grasfeld auf der Marsch uns gekrallt. So. Geht das jetzt wieder in die Heutrocknung? Und dann haben wir auch ordentlich Dünger im April verbraucht. Gut, wir tun ja auch sehr viel wieder nachproduzieren, also ist es nicht ganz so schlimm. Ah, diesmal rechtzeitig gebremst und kommen auch sauber um die Kurve rum, ne? Siehe da, siehe da. So. Genau, fahren wir jetzt hier rein. Voll. Ja, Produktion voll. Echt, das ist Heutrocknung voll? Ja, Heutrocknung ist voll. Und zwar tutti completi. Ja, müssen wir hier rum irgendwie uns rumwinden. Das passt schon, das passt schon. Ja, der LKW, der kämpft, der kämpft. Nochmal ein Stück zurücksetzen. So. Jetzt ist der auch voll. Jetzt ist der auch voll. Mann, 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 Mann. Also hätte ich jetzt echt nicht gedacht, dass das jetzt schon nicht ausreicht. Oder ausreicht für unsere Produktion. Das heißt, alles, was wir jetzt über haben, geht hier ins Lager. So. Und damit füllt sich unser Lager ja jetzt schon beträchtlich. Also es kann gut sein, dass wir, oder nee, nicht kann gut sein, es wird so sein, dass wir im Sommer auch schon Silageballen machen. Weil wir anders sonst nicht mehr die Silage wegbekommen. Oder eben müssen wir jetzt nebenbei auch immer wieder Heu machen. Weil davon haben wir ja aktuell genug. So, das heißt, ich werde jetzt noch schnell die restlichen Ballen einsammeln und erstmal im Drift hier rumfahren. Ja, immer warten hier, dass das Missionsfeld ist, dass wir vielleicht 100.000 Liter Silage abkriegen.
Ja, war mir auch jetzt zu blöd, deswegen habe ich es einfach gekauft, das Feld. Weil das Geld war da. Ob ich es jetzt ausgib oder eben später für irgendwelche Maschinen, ist ja eigentlich Wumpe. Oder Produktionen. Auf jeden Fall hilft uns das ja auch schon mal deutlich weiter. Ja, und das Grasfeld. Weil dadurch ist es auch am Über sind wir, bin ich auch am Überlegen, würde ich die zweite BGA dazu kaufen. Da haben wir natürlich auch Strom im abartigen Überfluss. Ja, und dann natürlich haben wir auch wieder ein bisschen mehr Mist und Gülle, wo wir brauchen, weil damit können wir sie auch befeuern. Die BGA und so weiter und so fort. Das sind halt immer so ganzen Überlegungen, wo mir jetzt die ganze Zeit immer durch den Kopf gehen. Wie machen man's? Wie kann ich es am besten, wie kann ich es besser machen? Lohnt sich das? Einfach nur, damit ihr mal so einen kleinen Einblick bekommt, an was ich alles denke. Das ist meistens so, wenn ich in der Aufnahme bin und bin so ruhig. Dann denke ich über sowas nach. Es ist komplett im Unterbewusstsein bei mir drin. Ja, dann denke ich einfach. Und dann auf einmal irgendwann merke ich so, hey, ich bin in der Aufnahme, halt, stopp, ich muss was sagen. Aber ich versuche das wirklich schon weitestgehend zu minimieren. Ja. Aber es ist gut. Dann können wir in der nächsten Folge dann den Düngestreuer Richtung 45 schicken, beziehungsweise 45 dann düngen. Aber das läuft doch, das läuft doch. Also langsam wird's, so langsam fühlt man sich wohl. Weiß noch, vor ja, ein paar Monaten habe ich echt gedacht, puh, ob das dann wird, aber gefühlt mit jeder Produktion, wo man kauft, das wird antizyklisch wird das besser. So. Aber gut, meine Freunde, das wäre es gewesen für diese Folge. Ich hoffe, sie hat euch gefallen. Wenn ja, lasst einen Daumen da. Über ein Abo würde ich mich auch sehr freuen und wir sehen uns beim nächsten Mal. Haut rein. Ciao, ciao.